Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei der Mission Beautiful. Ich bin Francesca von dem Blog Fonair und heute zeige ich euch mal ein paar Mützenfrisuren. Denn oft ist ja die Frage, wenn man jetzt eine Mütze anhat, was kann man da an Frisuren rausholen? Gibt es da überhaupt mehrere Möglichkeiten? Ich werde euch die zeigen und wenn euch interessiert, wie das Ganze aussehen kann, dann bleibt dran. Jetzt im ersten Schritt zeige ich euch erstmal einfach eine seitliche Flechtfrisur und dafür werde ich meine Haare erstmal mit dieser Detangling Brush bürsten. Die ist mega gut. Vor allem bei nassen Haaren funktioniert die extrem gut. Da kommt ihr viel, viel besser durch die Haare. Und damit mein Haar nicht zu platt ist, wenn dann die Mütze wirklich drauf sitzt, ich die Mütze später vielleicht wieder abnehme, trage ich noch etwas von dem Dry Shampoo von Advanced Techniques auf. Das ist ja wirklich ein absoluter Favorit von mir und das tragen wir jetzt einfach. Wir schütteln die Flasche und tragen das dann aus der Entfernung auf unseren Haaransatz auf, um dem Haar einfach mehr Volumen zu verleihen. Wenn ihr noch keinen Scheitel gezogen habt, könnt ihr das machen. Je nachdem, was ihr lieber mögt, ob es ein Seitenscheitel ist oder ein Mittelscheitel. Ich trage am liebsten einen Seitenscheitel und ich lege danach meine ganzen Haare auf eine Seite. Und danach geht es total easy. Ihr teilt eure Haare einfach in zwei gleich große Hälften und dann könnt ihr, je nachdem wie filigran ihr das Ganze haben möchtet, je dicker die Strähnen sind, die ihr rüberzieht, desto grober wird der Zopf und je kleiner die Strähnen, desto feiner. Und zieh die eine Strähne von der einen Hälfte auf die andere Seite. Und dann nehme ich hier auf der anderen Seite wieder eine dicke Strähne von hinten und ziehe die nach vorne auf die andere Seite. Und so macht ihr das, bis ihr unten angelangt. Und danach fixiere ich das Ganze mit einem dünnen, durchsichtigen Haargummi. Ihr könnt die Haare dann etwas auflockern. Ihr könnt dann zum Beispiel hier noch Strähnen rausziehen. Und ganz wichtig, damit das Ganze auch wirklich hält, wenn ihr unterwegs seid, benutze ich noch das Firm Hold Haarspray von Advanced Techniques. Das hat 24 Stunden Halt und das geben wir jetzt einfach auf den Zopf. Für die nächste Frisur werde ich jetzt erstmal meine Haare wieder durchbürsten und zwar mit dieser Bürste hier von Advanced Techniques. Die hat hier wie so ein Polster. Und jetzt ziehe ich wieder einen Scheitel, diesmal einen Mittelscheitel. Jetzt machen wir einfach eine kleine Variation, indem wir den Scheitel bis nach hinten gezogen haben. Legen wir die zwei Haarhälften nach vorne. Und ich flechte jetzt einfach pro Seite einen ganz normalen Zopf. Und lasse unten noch relativ viele Haare frei, weil ich das Ganze danach dann wieder schön entspannt auseinanderziehen kann. Und das gleiche machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Jetzt sieht man den Unterschied ziemlich krass zwischen anderen und ordentlich. Und danach könnt ihr, wenn ihr wollt, hier vorne noch ein paar Strähnen rausziehen. Und dann ist eigentlich, sind wir da auch schon wieder fertig. Falls ihr übrigens Schwierigkeiten habt, was Flechten angeht, gerade wenn ihr hinten am Hinterkopf zum Beispiel schon anfangen möchtet, dann kann ich euch so eine Flechthilfe empfehlen. Mir persönlich fällt es so einfacher ohne Flechthilfe. Aber sowas gibt es auf jeden Fall auch bei Avon. Für die nächste Dutt-Frisur werde ich jetzt erstmal meine Haare nach hinten kämmen und mir einfach einen ganz hohen Zopf machen. Dafür nehme ich wieder meine Haarbürste. Und danach nehmt ihr dieses Dutt-Kissen und zieht das einfach durch euren Zopf durch. Also es ist total easy. Et voilà, da habt ihr das Dutt-Kissen jetzt schon am Haaransatz. Ihr geht einfach in die Mitte von dem Dutt-Kissen und legt eure Haare einmal außen rum. Und dann nehmt ihr einfach ein Haargummi und legt das einmal wirklich um dieses Dutt-Kissen herum, dass eure Haare darauf fixiert sind. Und jetzt zeige ich euch eine Alternative, wo ihr das Ganze, die Haare, die noch übrig geblieben sind, in zwei Strähnen aufteilen könnt. Und diese Strähnen, die dreht ihr jetzt einfach ineinander und legt die um den Dutt. Und die Enden könnt ihr jetzt entweder mit so einer spiralförmigen Haarklammer fixieren, indem ihr das Ganze einfach in die Haare dreht, oder aber ihr nehmt einen ganz normalen Bobbypin und fixiert das Ganze. Diesen Hairstyle fixieren wir danach auch wieder mit unserem Haarspray.
Und das Ganze trage ich jetzt mit einem Stirnband, sodass der Dutt wirklich gut zur Geltung kommt. Was ich auch total gerne mag, ist, wenn man ein Stirnband trägt und einen ganz hohen Pferdeschwanz trägt. Und dafür habe ich ein Hilfsmittel, um einen ziemlich coolen Effekt zu erreichen, dass ihr ganz viele kleine Haarbänder in verschiedenen Farben als Pferdeschwanz tragen könnt. Und im Endeffekt habe ich vorher meine Haargummis auf diese Röhre aufgezogen. Und dann ist dieses Helferlein dabei, sodass wir das Ganze durch unseren Zopf durchziehen können und habe direkt einen coolen Effekt. Ich habe die Röhre jetzt in meinem Zopf und werde jetzt einfach die Haargummis von der Röhre ziehen. Und et voilà, ihr habt direkt einen bunten Zopf. Und anschließend kombiniere ich wieder mein Stirnband dazu. Und schon ist die Frisur fertig. Da es ja eine total simple Frisur ist, die auch einfach super schnell geht, werden wir jetzt noch einen Lippenstift auftragen. Und zwar von Marc den Epic Lip Lippenstift in der Farbe Sweetheart. Der passt, wie ich finde, total gut zu dem grauen Stirnband. Kommen wir nun zu meinem absoluten Favoriten und zwar offene Haare. Ich finde, das sieht so schön aus, wenn man eine Mütze auf hat und offene Haare hat, die unten rausgucken. Ich werde dafür jetzt diese beheizte Rundbürste benutzen, um da noch ein paar Wellen reinzubringen. Und gehe da jetzt einfach in eine meiner Strähnen rein und roll das Ganze nach außen hin auf und warte einfach ein paar Sekunden. Wie ihr sehen könnt, so bekommt ihr ganz schnell natürliche Wellen. Die sind wirklich in 5 Minuten sind die fertig und da habt ihr ein bisschen mehr Schwung in den Haaren. Zusätzlich könnt ihr, wenn ihr eure Haare ein bisschen wellen möchtet, gegen die Hitze das Advanced Techniques Heat Protection Spray benutzen. Und dieses Mal habe ich mich für eine graue Beanie entschieden, die ich dann einfach aufsetze. Und ihr habt dann hier einfach ein bisschen mehr Volumen. Wenn ihr jetzt sagt, hey, das glänzt mir noch nicht so sehr, meine Haare haben mir nicht genug Glanz, dann könnt ihr einfach von Avon das Instant Restore Hair Serum in die Haare geben. Da gebe ich einfach immer so einen ganz kleinen Pump, also wirklich nicht viel, es ist jetzt so ein ganz kleiner Tropfen und geht dann ganz locker durch die Haarenden durch und das riecht so traumhaft, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dadurch kriegt ihr direkt einen schönen Glanz und passend zu dem Look werde ich von Avon noch das 2-in-1 Lip Tattoo in der Farbe Inked Rose auftragen. Die Farbe finde ich so schön. Total natürlich und passt richtig gut, finde ich, zu der grauen Mütze. Und einen weiteren Look zeige ich euch jetzt noch. Und ihr nehmt einfach eure Haare auf Ohrhöhe mit den Fingern nach hinten. Das muss auch wirklich nicht so ordentlich sein. Und wenn ihr es ein bisschen ordentlicher haben möchtet, könnt ihr auch so einen Styling-Kamm zur Hilfe nehmen und da dann wirklich gerade nach hinten gehen. Und jetzt geht es im Endeffekt super easy. Ihr rollt die Haare einfach ein und rollt die einmal um sich selbst herum. Und das Ganze fixiere ich jetzt einmal wieder mit einem Haargummi. Und jetzt fehlt natürlich wieder unser Haarband. Und schon ist die letzte Frisur fertig. Ich hoffe, euch hat das Video mit den Flechtfrisuren gefallen. Wie immer sind alle Produkte in der Infobox verlinkt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben!